Prednisolon gehört zur Gruppe der synthetischen, also der künstlich hergestellten Glukokortikoide. Diese werden umgangssprachlich auch als Cortison bezeichnet. Glukokortikoide ist ein Überbegriff für Hormone, die im Körper gespeicherte Energie freisetzen und die Leistungsbereitschaft des Organismus erhöhen. Darüber hinaus wird die natürliche Abwehrfunktion unterdrückt. Sie wirken also immunsuppressiv. Prednisolon wirkt dadurch entzündungshemmend und antiallergisch. Es findet im notfallmedizinischen Setting Verwendung bei akuten Krankheitsbildern, wie zum Beispiel schweren Atemwegserkrankungen oder allergischen Reaktionen. Prednisolon ist unter dem Handelsnamen Soludecortin bekannt und zählt zu den unentbehrlichen Arzneimitteln der Weltgesundheitsorganisation WHO. Machen wir einen kurzen Exkurs über die physiologische Rolle von Glukokortikoiden in unserem Körper. Die Bezeichnung Glukokortikoid stammt von ihrer Wirkung auf den Blutzucker und von ihrer Produktionsstätte im Kortex bzw. in der Rinde der Nebennieren. Diese sitzen am oberen Pol der Nieren. Die Nebennieren bestehen aus zwei Anteilen. Zum einen das Nebennierenmark, dort werden vor allem die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin gebildet, und zum anderen die Nebennierenrinde. Dort entstehen weitere wichtige Hormone, unter anderem die schon erwähnten Glukokortikoide. Davon ist das Cortisol, auch Hydrocortison genannt, das wichtigste Hormon. Dieses Hormon unterliegt einem gewissen Kreislauf. Bestimmte Teile im Gehirn, genauer gesagt im Hypothalamus, schütten bei Bedarf ein Hormon aus, das sogenannte Corticotropin Releasing Hormone, auch als CRH abgekürzt. Dieses gelangt in die Hirnanhangsdrüse, also zum Hypophysenvorderlappen, und stimuliert die Ausschüttung des Adrenokortikotropenhormons in den Körperkreislauf. ACTH bindet dann an die Nebennierenrinde. Dort werden Glukokortikoide freigesetzt, welche an spezielle Glukokortikoidrezeptoren der Zelle andocken und so unseren Stoffwechsel, Wasser- und Elektrolythaushalt, unser Herz-Kreislauf-System, Nervensystem und Immunsystem beeinflussen. Ihre Zielstrukturen befinden sich in nahezu allen Körperzellen. Der Wirkstoff Prednisolon dockt als Agonist ebenfalls an spezielle Glukokortikoidrezeptoren der Zelle an, mit dem Effekt der Entzündungshemmung, Zellmembranstabilisierung und Abschwellung. Daraus folgt die Unterdrückung von Schleimhautödemen, Hemmung der Schleimproduktion und Herabsetzung der Schleimviskosität, also der Zähigkeit des Schleims. Prednisolon wird im Notfall- und akutmedizinischen Kontext intravenös verabreicht. Bei fehlendem IV-Zugang kann es auch rektal oder intranasal appliziert werden. Der Wirkeintritt erfolgt innerhalb von 10 bis 30 Minuten nach IV-Applikation. Damit ist der Wirkeintritt von Prednisolon im Vergleich zu den meisten anderen IV-Notfallmedikamenten etwas verzögert. Die Wirkdauer beträgt ca. 12 bis 36 Stunden, bei einer Halbwertszeit von ca. 3 Stunden. Prednisolon wird in der Leber abgebaut und dann mit dem Urin ausgeschieden. Im Rettungsdienstsetting wird Prednisolon vor allem zur Akutbehandlung von schweren Atemwegsproblemen eingesetzt, zum Beispiel bei Status asthmaticus oder exazerbierter COPD, insbesondere zur Therapie lebensbedrohlicher Umstände, wie der anaphylaktische Schock im Rahmen einer allergischen Reaktion, ist eine frühzeitige intravenöse Gabe notwendig, aber erst nach der Adrenalingabe. Eine weitere Indikation liegt in der Therapie von bestimmten Formen des nichtkardialen Lungenödems, welche nach Reizgasinhalation, Aspiration von Magensaft oder im Ertrinkungsnotfall auftreten. Des Weiteren gilt Prednisolon als Mittel der ersten Wahl in der medikamentösen Behandlung von Pseudokrupp-Anfällen bei Kindern. Auch beim Kindernotfall Epiglottitis kann eine Prednisolongabe angezeigt sein. Laut Fachinformation richtet sich die Dosierung nach der Schwere des Krankheitsbildes und der individuellen Reaktion des Patienten. In der Literatur finden sich durchaus abweichende Vorgaben für die Dosierung von Glukokortikoiden. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle die Dosisempfehlungen der großen Fachgesellschaften vorgestellt. Wir verweisen aber darüber hinaus auf die jeweils lokalen Behandlungsprotokolle bzw. Standard Operation Procedures. Als Dosierungsrichtlinien gelten beim Status asthmaticus 100 mg IV, im Falle einer exazerbierten COPD 50 mg IV und im Rahmen einer Anaphylaxie 250 mg IV. Gegebenenfalls ist eine Steigerung bis zu 1000 mg IV je nach klinischem Bild notwendig.
Ist ein Lungenödem eingetreten, muss Prednisolon mit 500 bis 1000 Milligramm IV hochdosiert werden. Falls erforderlich, wird die Gabe nach 6, 12 und 24 Stunden wiederholt. Bei akuten Atemwegsproblemen des Kindes liegt die Dosierung bei 100 Milligramm Prednisolon rektal als Einmalgabe oder 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht intravenös. Die Prednisolon-Dosierung im Falle einer akuten allergischen Reaktion richtet sich nach dem Körpergewicht des Kindes. 50 Milligramm IV bei einem Körpergewicht unter 15 Kilogramm, 100 Milligramm IV bei einem Körpergewicht zwischen 15 und 30 Kilogramm und 250 Milligramm IV bei einem Körpergewicht über 30 Kilogramm. Für Prednisolon besteht im notfallmedizinischen Setting keine unmittelbare Kontraindikation, sofern es keine bekannte Überempfindlichkeit gegen das Präparat gibt. Kommen wir nun zur Anwendung. Prednisolon liegt als Trockenpulver plus Lösungsmittel vor und wird als fertige Lösung zusammengemischt. Das Präparat sollte nicht mit anderen Arzneimitteln gemischt werden. Für Prednisolon liegt für diverse Patientengruppen eine strenge Indikationsstellung vor. Es gilt also eine kritische Nutzen-Risiko-Abwägung bei Patienten mit akuten oder chronischen Infekten mit Bakterien, Viren und Parasiten, Magen-Darm-Geschwüren, schwer einstellbarer Hypertonie, schwer einstellbarem Diabetes mellitus, Eng- bzw. Weitwinkelglaukom und Osteoporose. Im Rahmen der Akuttherapie sind keine unmittelbar auftretenden Nebenwirkungen zu erwarten. Dennoch sind Überempfindlichkeitsreaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock möglich. Im Rahmen einer hochdosierten Mehrfachgabe oder auch Dauertherapie sind Blutzucker sowie Blutdruckanstieg, Geschmacksirritationen, Magen-Darm-Blutungen, Störungen im Knochenstoffwechsel bis hin zu Osteoporose, Sehstörungen und eine gesteigerte Infektanfälligkeit möglich. Für Prednisolon gibt es diverse Wechselwirkungen. Wir beziehen uns hier auf den notfallmedizinischen Kontext. Die Kombination von Prednisolon mit Thrombozytenaggregationshemmern wie ASS sowie nichtsteroidalen Antiphlogistika wie Ibuprofen birgt die Gefahr von Magen-Darm-Blutungen sowie Magen-Darm-Geschwüren. Die Wirkung von nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien, wie beispielsweise das im Rettungsdienst häufig verwendete Rocuronium, wird durch eine gleichzeitige Prednisolongabe verlängert. Die gleichzeitige Gabe von Prednisolon und Atropin kann zu einer Steigerung des Augeninnendrucks führen. Ebenso kann die gleichzeitige Gabe von Prednisolon mit Diuretika wie Furosemid die Kaliumausscheidung erhöhen. Letzter Punkt, Lagerung. Für die Trockensubstanz selbst gibt es keine besonderen Lagerungshinweise. In Ausnahmefällen kann eine fertige Lösung bis zu 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahrt werden.